Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen zu einem kurzen Video zu Division 2. Und zwar hat Tom Clancy's The Division auf Twitter gepostet, dass sie einen Livestream abhalten werden am 28. November, also quasi diesen Donnerstag um 16:30 am späten Nachmittag. Und bei dem Livestream wird es sich um das Winter-Event drehen, welches wir haben. Ich bin gespannt, ob das Winter-Event ein bisschen anders ist als das generelle Holiday-Event, wo dann auch die ganzen Weihnachtsmann-Gedönskram vom Loot Goblin droppen etc. pp. Kann sein, dass das ein, ja, entweder ist das ein eigenständiges oder es kommt ja als Gesamtpaket quasi. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Zusätzlich wird über die Seasons 2.0 gesprochen und mehr. Das Ganze ist schon ein bisschen auffällig, weil sie normal nur für ein Winter-Event einen Livestream machen. Das ist wirklich recht ungewöhnlich, deswegen bin ich mal gespannt, was da drin vorkommt. Wäre schön, wenn sie uns da ein bisschen mehr erzählen und vielleicht ein bisschen darauf eingehen, auf so manch brennende Bugs, die wir im Moment halt noch haben, besonders mit den Modifiern und dergleichen. Bin echt gespannt. Zusätzlich wird es eine Möglichkeit geben, das Stalker 2 Bundle während des Streams zu gewinnen. Na, also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut ihr einfach rein bei The Division Game auf Twitch, wenn sie streamen, und könnt eventuell noch was abgrasen. Na, ich werde euch den Stream natürlich mal komplett auseinandernehmen und mal schauen, ob da wirklich was Interessantes dabei ist. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bye.